Der neue FIFA World Cup. Bundeskanzler Helmut Schmidt, WM-Direktor Hermann Joch. Beckenbauer. Schätzungen der Fachleute nur noch in 5 bis 10 Exemplaren vorhanden ist. Zwischen Franz Beckenbauer mit der Nummer 5 als Libero und davor Schwarzenbeck mit der Nummer 4 als Vorstopper. Knisternde Spannung, das Spiel ist eröffnet. Nach einer Minute, nach 60 Sekunden durch Neeskens. Schwarzenbeck, Beckenbauer. Overath. Nun ist also die Frage, wie sich die deutsche Mannschaft von diesem unerwartet großen Schock erholt. Hoeneß, Bonhof, Semberbacher, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Breitner. Sondern nur abgeschirmt. Neeskens übernimmt ihn Berti Vogts. Hoffentlich dann in Zukunft mit besserem Erfolg als in den ersten Minuten. Beckenbauer. Tiefe zu locken. Beckenbauer. Hoeneß. Und Schwarzenbeck, der klar rechter Verteidiger. Schwarzenbeck Glück gehabt. Bauer. Grabowski. Deutsche Mannschaft fortgesetzt. Hoeneß. Wo Neeskens ist, ist auch Bonhof. Beckenbauer, Overath. Der im Strafraum genauso korrekt pfeift wie außerhalb. Hoeneß läuft an. Beckenbauer.
Großartiges Täuschungsmanöver, herrliche Parade von Jungblut. Unglaublich, dieser holländische Torhüter. Alles mit einer Faust. Janssen. Neeskens. Noch 5 Minuten bis zur Halbzeitpause. Müller. Bruno. Ja, da gibt es doch keine Diskussionen. Das ist der Ästhet, der in diesem Turnier auch das Finale, dass ich aber die deutschen Spiele zum Beginn der zweiten Halbzeit gegeben habe, hat mit der Nummer 10 Pfand eingenommen. Da gibt es also nichts auszusetzen an der deutschen Elf, nichts zu kritisieren, sondern man kann von jedem Einzelnen und von der gesamten Beckenbauer. Gefährliches Spiel oder Vorteil. Schiedsrichter Taylor lässt dem Spiel jetzt mehr Lauf als in den ersten 10 Minuten. Vor. Fühlen sich auch und klar den Ball vor der Linie abgefangen. An und dann den Ball. Beckenbauer. Oh. Spieler, der sich von hinten in den Schlag und das nun zum zweiten Mal innerhalb von 2 Minuten die deutsche Elf doch wieder Glück gehabt. Breitner. Neeskens. Das hätte gefährlich werden können, denn nach innen war schon Qualität auf der deutschen Bank. Eben haben alle Reservespieler, Trainer und Betreuer gewinkt. Mehr nach vorn, mehr ins Mittelfeld verlagern, denn die Angriffe der Holländer gibt es keinen Zweifel, zumindest bis jetzt. Thank you.
Rolf Beckenbauer. Handspiel von Müller. Beckenbauer, Schwarzenbeck. Berdi Vogts. Oh. Gleiche Situation. Hals und Bein. Ja, aber, Mr. Taylor, da muss man halt auch den Mut haben. Normale Spielzeit ist vorbei. Fotografen scharen sich schon um Helmut Schön. Aber noch ist das Spiel nicht aus. Doch, jetzt. Und Sie, meine Damen, können mittrinken. Und die nächsten Minuten gehören unserer Bildregie, gehören Kurt Meinecke und seinen 7 Kameras. Ich lasse Sie allein mit diesen Bildern, ehe wir ein Fazit ziehen. Sir Stanley Rouse wird den neuen FIFA World Cup an den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Walter Scheel, übergeben. Und der Bundespräsident wird nachdem der Bundeskanzler im Hintergrund die Gratulation an die deutschen Spieler übermittelt, Bundeskanzler Helmut Schmidt, den Pokal an Franz Beckenbauer übergeben.